Moin Moin und hallo bei dem Brainbrandboon, mal mit was ganz anderem, wenn ich es mal so sagen darf. Und zwar mit The Elder Scrolls Online, einem MMO. Grund dafür, ich und mein Kompare, Kollege, wie auch immer, haben zwei Keys bekommen, weil wir haben bei der Beta damals mitgemacht und haben da jetzt einfach so zwei Keys für die Vollversion gekriegt. Ist ja jetzt ein paar Tage draußen schon das Ding. Und da haben wir uns gedacht, wir gucken da einfach mal rein. Ich werde jetzt heute die Charaktererstellung und das Tutorial machen, was da ja am Anfang kommt, wo man jetzt quasi noch größtenteils alleine rumrennt. Und dann im nächsten Part starten wir quasi gemeinsam durch. Zeigen euch ein bisschen das Spiel. Ist ja mal wieder ein Versuch, WoW Konkurrenz zu machen, wenn man es so nennen darf. Ist auch ein Pay-System dahinter, sprich halt normal Abonnement machen oder halt solche Karten kaufen, 60 Tage für 25 Öcken. Gefällt mir persönlich immer nicht so. Aber wie gesagt, man hat ja jetzt hier 30 Tage frei, reicht auf jeden Fall dick, um da einfach mal reinzugucken und euch da ein bisschen was zu zeigen. Wie gesagt, die Beta haben wir schon gespielt, war eigentlich relativ positiv überrascht, sage ich mal so, weil es hat doch ein paar Eigenheiten, was WoW jetzt nicht so hat. Schon aus dem Grund, weil das Ding ja auch für Xbox One und PS4 rauskommen wird. Noch nicht, aber bald wird. Und da muss man ja sowieso das Ganze ein bisschen anpassen, was die Steuerung und das Handling angeht. Gut, da gehen wir jetzt aber später drauf rein. Wir gehen einfach mal auf Einloggen und ich hoffe, dass das Intro nochmal kommt, was vor uns kam, was ich dann einfach weggedrückt habe. Ich wollte bloß gucken, ob es startet. Und es kommt nochmal und das gucken wir uns jetzt erstmal gemeinsam an. Ein Sturm zieht auf. Krieg liegt in der Luft. Nun, da der kaiserliche Thron verwaist ist, hängt das Schicksal ganz Tamriels vom Willen eines einfachen Gefangenen ab. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind regt sich. Die Mächte, die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefährden. Und so greift der lange Arm des Todes um sich. Wir schreiben das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommeln des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise. Geile Mucke, muss ich sagen. Da habe ich echt gerade ein bisschen Schauer gekriegt. Das Video fand ich nicht so toll, weil war einfach bloß so Ingame-Szenen zu sehen. Aber die Mucke war geil. So, gut. Da sind wir jetzt in unserem Charaktermenü. Was ich mich wundere, dass ich mein Beta-Männchen nicht nehmen kann. Na, egal. So, euer Name. Ja, wie nehmen wir uns denn? Keine Ahnung, ich nenne mich wie immer so. Keine Ahnung. Männlich, ja. Ich muss dazu sagen, ich habe mit Elder Scrolls jetzt nicht ganz so viel am Hut. Oblivion war der einzige Teil, den ich durchgespielt habe. Skyrim bin ich noch dabei. Weil das ist mir alles immer wirklich ein bisschen zu langwierig. Das ist ja alles wirklich riesig. Und da fehlt mir irgendwie dann immer ein bisschen die Muße dazu. Deswegen nicht böse sein, wenn ich hier manches jetzt nicht verstehe oder nicht näher drauf eingehe. Ich bin mit der Serie jetzt nicht ganz so firm. So,
Allianz. Ja, keine Ahnung, da geht schon los, was weiß ich, wer ist. Eben erstmal all Dinge. Das ist nicht eigentlich relativ Wurst. Was ich aber schon mal cool finde, dass es drei sind. Sonst hat man immer nur zwei, wie bei WoW, Allianz und Orks zum Beispiel. Oder ne, wie hießen die Horde? Die Horde hieß es ja. Hier hatten wir jetzt drei verschiedene. Wir nehmen jetzt einfach mal die. Und das Volk. Und man kann tatsächlich alle Völker für alle Allianzen wählen. Das sind glaube ich die Echsen, oder? Ne, doch nicht. Wo sind die Echsen? Wo sind die komischen Echsen? Waldelf, Ork. Ah, hier. Will ich so eine Echse sein? Na komm, die Echsen sind eigentlich lustig. Jo, nehmen wir. Klasse. So, was sind wir denn? Drachenritter, Zauberer, Nachtlinge und Templer. Magier finde ich ja persönlich immer langweilig. Das ist wahrscheinlich so eine Art Schurke, Nachtlinge, könnte ich mir vorstellen. Templer oder Drachenritter? Kommen wir in den Drachenritter. So, Körper. Ja, komm. Stattlich? Jawohl. Nee, komm, gesundes Mittelmaß. Größe machen wir ein bisschen größer. Hautfarbe? Schön grün. Namen und Bemalung? Ja, man kann dann wieder toten Teufel einstellen. Schultern? Ja, schön breit. Nee, normal. Brust? Haben wir ja eh keine. Ah, ordentliche Biezen. Nee. Wampe? Ja, komm, da darf es ein bisschen mehr sein. Taillen, ja. Arme, jawohl, Popeye. Hände, Monsterpranken. Bauer bei der Pfoten, nee. Unterkörper, ja, kann man wirklich alles. Gesäß, ja, Gesäß ist noch wichtig. Schön fett. Komm, machen seinen Schwanz schön fett. Also nein, wer sagt denn sowas? Beine, ja, lass mal so. Das passt. Und Kopf können wir noch abändern. Heroisch. Machen wir sanft. Ach, oh, wie niedlich. Oh, guck mal. Oh, wie süß. Kantig. Ach, kant. Hallo? Hallo? Ah, jetzt auf einmal. Kantig? Nee, heroisch. Ah, machen wir gesundes Mittel. Oh, Stimmen. Hallo? Ja, ich verstehe jetzt ja eh nicht so viel, weil die Musik so laut ist. Ich nehme jetzt einfach das, er wird eh wahrscheinlich nicht viel labern. Frisur, jetzt wird's interessant. Nehmen wir vorn an. Glatze ist immer gut, ja. Nee. Ich fand das zweite eigentlich ganz cool. Jo, dort fetzt. Alter. Boah, nicht ganz so jung, aber auch nicht so alt. Verzierung. Ach, guck mal an, das kann man auch mal ändern. Man nennt es heutzutage Verzierung. Na gut. Ja. Namen und Bemalung. Oh, das, oh ja. Schön COD Ghost Style. Ja, nehmen wir. Stirn, was kann man hier? Ach komm. Jochbein, Kinnlänge. Ich will hier Elder Scrolls spielen und nicht Sims. Hallo? Jo, blaue Äugchen. Ach, die Augen können wir auch noch einstellen. Was ist denn hier los? Augenbrauen, Nase, Mund. Das ist der Latte. Ich guck den doch eh nicht einmal mehr von vorn an, vermutlich. So, erstellen. Zack. Ach, unser Rüstungsbeispiel hätten wir noch angucken können. Na, egal. Nicht so wichtig. Was ich aber zum Beispiel schon, na, was heißt bemängeln? Das gehört wahrscheinlich zur Serie dazu. Das ist halt alles wirklich sehr grau in grau, so Pastellfarben, braun, gelblich, alles. Ist jetzt nicht so meins. Da gefällt mir WoW mit seinem bunten Comic-Stil dann doch schon ein bisschen besser. Wie fühlt ihr euch? Könnt ihr euch bewegen? Ja, natürlich. So. Und jetzt sind wir im Spiel. Ich weiß gar nicht, Grafik habe ich jetzt gar nicht groß umgestellt. Beziehungsweise ist die theoretisch noch von der Beta drin. Und jetzt haben wir die erste Eigenheit von Elder Scrolls Online. Man könnte es einmal so spielen, in der Ego-Perspektive.
wenn wir wollen. Oder halt normal, wie wir es kennen, für Pirsen. Linke Taste ist zuschlagen, ist quasi wie bei Terra, wer das gespielt hat. Es gibt auch Hitpoints, also quasi man kann den Attacken auch so ausweichen. Beziehungsweise man kann auch blocken, wie man es hier schon so schön sieht. Finde ich persönlich nicht ganz nett. Nicht ganz schlecht, weil da hat man nicht so das Gefühl, ja komm, ich drücke jetzt einfach nur einen Knopf und dann macht er schon, was er soll. Sondern man muss halt wirklich auch ein bisschen aufpassen. Sprecht mit dem Propheten. Ja, machen wir doch. Und jetzt sehen wir gleich noch eine Eigenheit von dem Ding. Es ist, glaube ich, so gut wie alles, was man mit NPCs labert, ist vertont. Zumindest was die NPCs sagen. Unser sagt, glaube ich, nicht viel. Okay, so. Aber die NPCs müssten vertont sein. Mal gucken. Ganz langsam. Genau. Ihr habt eine echte Tortur hinter euch. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, um euch zu sammeln. Was geschieht hier? Wie ihr bin ich ein Gefangener an diesem Ort. Und doch auch so viel mehr. Ich bin sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft. Ich bin die Verzweiflung und die Hoffnung. Das Gespinst, das wir weben, besteht aus vielen feinen Fäden. Ihr könnt nicht darauf hoffen, seine Muster in ihrer Gänze zu erkennen. Noch nicht. Was wollt ihr von mir? Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten. Ihr müsst aus dieser Zelle entkommen, euch bewaffnen und euch schützen. Sucht dann nach Lyris Titanenkind. Lyris Titanenkind? Wer ist das? Ich verstehe nicht. Jo, finde ich cool, weil so geht die Hauptquest. Wir fliehen. Lasst mich eure Tür öffnen. Nicht ganz so unter. Schnell, ihr müsst entkommen, bevor die Wachen zurückkehren. Sondern man nimmt sich vielleicht doch wirklich mal die Zeit und guckt, was die Leute so erzählen, weil wie bei WoW oder so, so ein Questlog, wo einfach nur stumpfen Text dasteht. Sowas drückt man halt dann gerne weg. Ne? Und hier setzt man sich vielleicht doch hin und hört denjenigen mal zu. Zumal die Sprachausgabe auch nicht schlecht. Habe ich das Gefühl. Schon im Intro und auch er jetzt, die waren eigentlich ordentlich vertont. Es gibt Waffen in der Schmiede jenseits dieser Zellen. Bewaffnet euch. So, sprinten kann man jetzt auch. Und ich glaube, das sind hier alles noch NPCs. Seelenberaubter, ja, ich glaube, das sind jetzt halt noch keine richtigen Spieler. Ich glaube, das hier macht jeder noch für sich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Will da jetzt nichts Falsches behaupten. Wenn das besser ist, dann schreibt es bitte, bitte in die Comments. Grafisch ist es auf jeden Fall ansehnlich. Etwas zur Verteidigung. Seid nicht gierig. Wir müssen viele Gefangene ausrüsten. Froststab nehmen wir doch. Nee, halt Schwert. Wir sind doch ein Drachenritter oder Reiter. Ja, das Schwert nehme ich auch. So, dann gucken wir mal in unser Inventar. Fahrt mit der Maus über den Gegenstand, um meine Eigenschaften zu sehen. Drücke E, um den Gegenstand an- oder abzulegen. Drücke... Okay. So, Schwert. Haben wir gerade ein Schwert aufgehoben eigentlich, oder? Oder nicht? Oder etwa nicht? Oder nicht? Käse macht klasse. Aber wieso hat er das nicht aufgehoben? Ach, ich muss dann erst nochmal R drücken. Alles klar. Das ist quasi gucken oder plündern und schauen, was drin ist. Und dann müssen wir da nochmal A. Alles klar. So, legen wir natürlich an. Ja, ausrüsten. Genau. Ihr habt eine Waffe ausgerüstet. Grundlagen. Drückt links, um leichten Angriff auszuführen. Halten, um schweren Angriff. Und rechts ist blocken. Ist klar. Fortgeschrittene Technik. Nähert euch am Gegner und drückt rechts plus links, um Gegner speziell... okay. Wir haben verstanden. So, und jetzt müssten wir... Genau. Jetzt können wir nochmal angreifen. Blocken. Und einen schweren Hieb können wir machen. Logisch. So, dann gehen wir mal hier hin. Ein Feind nähert sich. Oh, töte den. Dann machen wir glatt. Autsch. Und ich kann jetzt zum Beispiel auch ihn so ausweichen oder zumindest theoretisch. Weil gerade eben hat es nicht geklappt, dass er kommt. Wofür Ome? Nicht langsamer werden, Entsehnter. Mit der Zeit wird jede nicht getroffene Entscheidung eine Entscheidung. So, gehen wir mal weiter. Ja, wie gesagt, grafisch, also die Grafik an sich ist nicht schlecht, aber jetzt auch nicht over the top. Also wenn ich mich so an Rift erinnere, das ist jetzt auch
Ja, das kennt auch so ein MMO, was ich mal eine Weile gespielt habe. Das ist jetzt auch mittlerweile schon 2-3 Jahre auch wieder alt. Und hier sieht man zum Beispiel seine Angriffsfläche. Das sah damals auch schon und sieht auch heute noch echt gut aus, finde ich. Also das ist jetzt nicht hässlich, ist auch free to play mittlerweile, was ich halt fürchte, dass das, das Spiel hier auch ereilen wird. Ich habe Katzgeräusche gehört. Weil die Zeiten, wo sich diese Bezahlmodelle durchsetzen konnten, sind vorbei, denke ich. Würde ich behaupten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr habt mehr Fleisch an den Knochen als die meisten armen Schweine hier. Und wie ich sehe, habt ihr euch auch schon bewaffnet. Gut. Hoffentlich steckt noch etwas Kampfesmut in euch. Ihr werdet ihn brauchen. Wer seid ihr? Eine Mitgefangene. Ich heiße Lyris. Lyris Titankind? Mir wurde gesagt, ich soll euch suchen. Was? Wer hat euch gesagt, dass ihr mich suchen sollt? Eine seltsame Gestalt in meiner Zelle erschien. Was? Ein alter Mann in Lumpen. Der Prophet. Er hat zu euch gesprochen? Was hat er gesagt? Er sagte, unsere Schicksale wären miteinander verwoben. Ha! Das klingt in der Tat nach dem Propheten. Er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen. Auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Ich höre seine Stimme immer noch in meinem Kopf. Wobei soll ich euch denn helfen? Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Ich werde euch helfen. Da. So. Also das mit den vertonten Dialogen gefällt mir echt gut. Ich hätte jetzt so bei anderen MMOs schon durchgedrückt, muss ich sagen. Weil da schenkt man der Hauptquest. Im Endeffekt ist die Hauptquest auch Schnurz. Es steht im Vordergrund, das höchste Level zu erreichen und dann Equipment zu scharren und eventuell PvP. Liegt. Mir liegt PvP zum Beispiel gar nicht. Was kann ich mit dir reden, oder was? Kommt! Die Wächter sind auf den Spitzen dieser Türme. Wir müssen einen Weg nach oben finden. Was sind diese Wächter? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Wie können wir ihn vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Let's go! Easy peasy makes him squeezy. Auf ins Getümmel. So, es leckt ein wenig. Könnte daran liegen, dass ich doch die Grafik ein wenig zu hoch habe. Oder ich meinen Rechner noch auf Sparflamme laufen habe. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber... kann auch an der Aufnahme liegen, weil das Intro hat auch schon mit 50 Frames am Anfang zumindest geleckt, weil es euch aufgefallen sein sollte. Um unsere Karte zu öffnen. So, gucken wir mal. So, vernichtet einen. Ja, da müssen wir hin und da müssen wir hin. Also gehen wir einfach mal gerade hinter. Müsste theoretisch da oben auf dem Turm sein, das weiß ich noch aus der Beta. Aus der Beta. Autsch. Aufs Maul, Kollege. Wo sehe ich eigentlich meine Energie? Oh, ey, da greift mich an. Sag das doch. Sag das. Ja, sehr gut. Ihr wurdet besiegt. Fängt auf jeden Fall gut an. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass der Typ uns da auch verprügelt hat. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sich die Wegfindung ein bisschen gebessert hat im Gegensatz zur Beta, weil die war da noch ein wenig beschissen. Man hat nie so wirklich durchgeblickt, wo man denn hin muss. So, er ist jetzt lieb, oder? Ja, gut. Nicht, dass hier wieder einer von hinten kommt. So, dann machen wir immer noch kaputt, obwohl es glaube ich gar nicht der richtige Gegner ist. So, Gold, Klasse 1. Rechts ist unsere Ausdaueranzeige. Wie ich nicht treffe, wie ich hier nicht treffe. Ach ja, das war auch schon ein wenig gewöhnungsbedürftig. Die Wächter sind untereinander Nein, verbunden. Wollte ich doch gar nicht. Dass wenn man zielt,
Man muss wirklich mit dem Kreuz auf den Gegner ziehen, damit man ihn trifft. Und was mich da irritiert, ist, dass man... Angenommen, ich greife sie jetzt an. So, dann stehe ich so vor ihr. So würde ich sie treffen. Und mein Charakter steht ja aber deutlich weit links neben ihr, würde sie theoretisch nicht treffen. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Kann man natürlich umgehen, indem man in der Ego-Perspektive spielt. Kann man ja gleich mal machen, nachdem... Wenn du stehen bleibst. So, so wird es halt in der Ego-Perspektive aussehen, wie man es auch aus den normalen Elder Scrolls-Spielen kennt. Und wem das liegt, sage ich mal. Also bei den normalen Elder Scrolls-Spielen spiele ich lieber in der Ego-Perspektive, so wie hier. Aber bei MMOs ist es halt wieder so eine Sache. Da spielt man dann doch wahrscheinlich eher in der Third-Person-Perspektive. Aber wir können ja mal kurz so bleiben. Scheiße, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Ach, da drüber. Sag das doch gleich. Ist auch schon ein Weilchen her, wo ich das gespielt habe. Ja, hier muss man auf den Sack legen. Zack. Ja, das war dumm. Man kriegt dann natürlich noch... Der hat aber ganz schön was aus. Man kriegt dann natürlich noch sekundäre Angriffe, die man dann mit den Tastenkürzeln 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, wie man es kennt, auswählen kann. Es sind aber halt, wie gesagt, nicht ganz so viele, weil man muss es ja auf die Konsolen zuschneiden und so ein Controller hat dort nur begrenzt Tasten zur Verfügung. Also wie auf der Tastatur. Was ich aber nicht schlimm finde, war ja bei Terra auch so, da hat man bloß eine Handvoll Attacken gehabt. Was aber vollkommen okay ist, so zerstören. Mach mal. Bam! Ins Gesicht. Beziehungsweise ins Auge. Schnell! Während er geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Ja, ist ja gut. Bleib der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Eilt euch! Der Gott der Gewalt. Hm. Ich bin ja schon unterwegs. Wow. Nicht stehen bleiben, das macht böse Aua. So, jetzt müssen wir da hoch. So, ja, könnt ihr doch mal schreiben, was gefällt euch denn besser, welches Kampfsystem? Das ist ja böse. Welches Kampfsystem? Das, wie es jetzt hier ist, so mit relativ überschaubaren Fähigkeiten, sage ich mal so. Dafür ein bisschen mehr actionmäßig, mit Ausweichen und Blocken und allem Ding. Oder doch eher einfach nur Tasten drücken und gucken, was passiert. Herr Mamoras lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Also ich finde es ja so wirklich persönlich. Verdammt! Schöner. Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Vielleicht kann Catwell uns helfen. Ach nee, das sagt er die Scheiße. Wer ist Catwell? Catwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Wie soll ein Verrückter uns irgendwie helfen können? Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Es ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Lasst uns diesen Catwell suchen. So, komm, lass mal hier reingehen. Oder auch... Nee, ach nee. Ja, können wir ja nicht. Haben sie ja gerade erzählt. Man sollte vielleicht auch zuhören. Wir müssen ja jetzt den Kollegen Catwell suchen, der... vorne mit seiner Barde sitzt. Hallo, was ist denn das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Oh, er hat auch eine bekannte Stimme, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wen er so vertont. Jetzt schauspielermäßig, fällt mir gerade nicht ein. Sir Catwell, ja, in der Tat. Es ist mir ein Vergnügen. Und die schöne Lyris. Freut mich, euch zu sehen, werte Dame. Wie geht es euch denn? Ist das nicht von Batman hier, der Butler? Wie hieß er noch? Du weißt schon, wen ich meine, da.
Der Butler halt. Oh, das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Ich sage euch was. Ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein. Eine sehr viel malerische Route. Eine richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Fallen und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar fiese Viecher für etwas Abwechslung. Ja, komm, nicht eher hin. Vorsichtig, würde ich vermuten. Passt auf, wo ihr hintretet. Haltet euch die Nase zu und achtet mir bloß auf die Fallen. Man muss wohl auch damit rechnen, gelegentlich die Beine in die Hand nehmen oder ein paar Schädel spalten zu müssen. Wo ist denn der Fluss? Am Ende des Wasserlaufs werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch an das Licht. Dann stoßt ihr auf eine Leiter, die euch geradewegs zum Propheten bringt. Bestellt ihm doch bitte meine besten Grüße. Ja, danke, machen wir. Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Na klar. So, betretet den Unterbau. Wo ist der Unterbau? Da hinten ist der Unterbau irgendwo. Steht er erstmal mitten zwischen den normalen Leuten. Unterbau, 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 Unterbau. Wo ist der Unterbau? Betretet den Unterbau. Es ist doch trotzdem da oben, oder was? Wie gesagt, die Wegfindung ist ein bisschen... Nee, auf keinen Fall. Ach, da hinten lang wahrscheinlich. Oh, nein. Ach. Okay, das scheint dann doch dort ein richtiger Spieler schon zu sein. Man sieht allerdings den Namen noch nicht. Sollten wir ihm helfen? Stufenaufstieg, sehr schön. Aua. Widmen wir uns gleich. Nachdem wir den dort kaputt gemacht haben. Wie ich immer drin stehen bleibe, ich depp, ey. So, wir gehen nochmal kurz ins Inventar. Ach nee, nicht Kontakte. I. Beziehungsweise haben wir es ja hier oben. Was ist denn Charakter? Eure Attribute. Plus verteilen verfügbare Attributpunkte, um eure Effektivität im Kampf zu erhöhen. Ja, okay. Selbsterklärend. Stufenaufstieg, Attributenpunkte haben wir 2. Magiker brauchen wir, denke ich, nicht. Wir machen einfach mal ein Leben und ein Ausdauerpunkt und setzen die. So, dann haben wir natürlich noch Fertigkeitenpunkte. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, den Kampfstil eures Charakters anzupassen. Schaut durch die verschiedenen Fertigkeitslinien. Ja, machen wir doch glatt. So, und jetzt kommen wir halt hier, ist auch eine Eigenheit. Wir können halt hier verschiedene Sachen jetzt skillen, sage ich mal. Einmal unsere Klasse selber, ist klar. Das sind dann meistens Angriffe. Dann können wir aber auch Waffen skillen. Je nachdem, was wir halt bevorzugen, leveln wir da auch weiter hoch. Genauso bei der Rüstung, bei verschiedenen Völkern. Jetzt haben wir angekommen. Wir können gerade mal klären, sind wir gar kein Anstand oder was. Kann nicht wahr sein. Tagebuch. Oder halt im Handwerk. Wir haben jetzt 2 Fertigkeitenpunkte. Machen natürlich erstmal hier irgendwas. Feuriger Griff. Ihr zieht in meinen Feind zu euch und fügt den 16 Flammenschaden hinzu. Erhöht eure Rüstung 17 Sekunden lang. Nee. Ich will was kaputt macht. Ihr versucht verursacht 18 Schaden und schlagt eure C3. Oh, das klingt interessant. Das machen wir mal. Ja, bitte. 1, ja, okay, das ist jetzt auf Kürzel 1 gesetzt, logischerweise. Und dann nehmen wir noch die hier. Dann können wir hier unten verteilen. Ihr seht jetzt, wir haben jetzt hier 5 verschiedene Sachen und ein extra Slot. Ich weiß nicht, ob da irgendwie separat mit irgendwas bestückt werden kann oder ob da auch eine Attacke hin kann. Das kann ich jetzt nicht sagen. Jetzt gehen wir einfach mal hier lang und wollen wir unsere neuen Attacken ausprobieren. Das war am besten gleich an ihm dort unten. Machen wir es mal mit hier. Bam. Und gleich noch ihn. Gar keine Chance, Kumpel. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal in der Third-Person-Perspektive an. STRG ist Schleichen. Aber nicht bei meinem STR. Ach doch, jetzt okay. Autsch,
Das war sehr gut. Achso, einmal drücken ist dann schleichen und halten ist rennen. Alles klar. Ich verstehe. So, wo sind jetzt hier mal noch ein Feind? Ich möchte mal noch was kaputt machen. Hier sind verschiedene Truhen mit Wasser. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ist das ein Feind? Nee. Das ist auch sowas, was in der Beta schon nicht war und jetzt leider immer noch nicht. Man erkennt schwer, wer ist Freund, wer ist Feind. Man sieht halt wirklich erst, wenn man mit dem Cursor drauf geht und denjenigen anguckt. Das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, das wird noch verbessert. So, jetzt wollen wir hier mal ein bisschen hinne machen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen zu Potte kommen. Die Alte wird dabei immer aufgespießt. Ich habe auch nichts dafür. Ich bin ja hier kein Babysitter. Ach komm, die waren doch schon oben. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Der Käfig des Propheten sollte direkt vor uns liegen. Schnell jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Ja, ist ja gut. Ist immer so ein Stress machen. Sprecht mit ihr. Ja, wir haben nicht viel Zeit, aber wir plaudern erstmal eine Runde. Die gute Nachricht ist, dass wir es in einem Stück bis hierher geschafft haben und der Prophet unverletzt zu sein scheint. Jetzt zur schlechten Nachricht. Es wird euch obliegen, für seine Sicherheit zu sorgen und ihn nach Tamriel zurückzubringen. Ich komme nicht mit euch. Was meint ihr? Wo wollt ihr hin? Ich hätte das wahrscheinlich schon vorher erwähnen sollen, aber es schien mir nie der passende Moment zu sein. Es gibt einen Trick beim Öffnen der Zelle. Der einzige Weg für Gefangene, um sie zu verlassen, besteht darin, dass eine andere lebende Seele ihren Platz einnimmt. Ich muss mit dem Propheten den Platz tauschen. Ja, dann mach halt. Wir können das jetzt zwar noch nicht verstehen, aber der Prophet hat euch nicht ohne Grund ausgewählt. Ihr seid wichtig. Und alles und jeder, den wir je geliebt haben, ist in Gefahr. Ihr seid wichtig. Bringt und den Propheten in Sicherheit. 5 Millionen andere Spieler. Ich finde meinen Weg zurück, wenn ich kann. Es gibt magische Schlösser zu beiden Seiten des Käfigs. Ihr müsst beide deaktivieren, damit wir den Austausch vornehmen können. Sobald das vollbracht ist, setzt ihr euch schleunigst in Bewegung. Der Prophet wird wissen, wohin es geht. Aber er wird eure Augen und euren Schutz brauchen. Alle Klärchen. So, dann gehen wir mal hier hinter. Und auf die andere Seite. Und dann kommt ein kleiner, in Anführungsstrichen, Bossfight. Was ja kein Boss ist, weil den kann man alleine legen. Ja, auf sinnlosem Tutorial. Machen wir doch gerne. Ich opfere mich, damit der Prophet frei sein kann. Den Göttlichen sei Dank, ihr seid sicher. Zumindest das. Lyris hat alles geopfert, damit wir frei sein können. Ihr Opfer darf nicht umsonst sein. Können wir sie irgendwie mitnehmen? Ich wünschte, das wäre möglich. Aber ich verspreche euch, sobald wir aus Kalthafen entkommen, werden wir einen Weg finden, um sie gemeinsam zu retten, Entseelter. Entseelter? Das ist der Name, den ich euch gegeben habe. Ihr seid nur noch ein Nachklang eures ehemaligen Selbst. Ein Seelenloser. Ein leeres Gefäß, das danach verlangt, wieder gefüllt zu werden. Es ist, wie die Schriftrollen es vorhergesagt haben. Aber doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Warum nennt ihr Lyris euch den Propheten? So hat man wohl begonnen, mich zu nennen. Mein wahrer Name ist verloren, selbst für mich. Jahre der Qual haben ihren Tribut gefordert. Schnell jetzt! Wir müssen uns zum Anker sputen. Anker? Die Anker sind dädrische Werkzeuge von finsterer Zauberkraft. Ihre Ketten umschlingen unsere Welt und ziehen sie auf Kalthafen zu. Ich kann einen dieser Anker benutzen, um uns nach Tamriel zurückzubringen. Aber ihr müsst mich zu ihm führen. In Ordnung. Betretet den Ankerplatz. Der natürlich genau auf der anderen Seite ist.
Vermutlich würde jetzt jeder normale Mensch erstmal ein bisschen was absuchen, aber ich nicht, weil wir wollen ja ein bisschen was zeigen. Und ich denke, hier im Tutorial ist jetzt auch noch nicht so das übermächtige Schwert zu finden. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier zum Ankerplatz. So, und jetzt kommt ja gleich noch so ein Echsenviech. Ich zoome jetzt doch mal raus, weil es geht dann doch in der Ego-Perspektive einiges an Übersichtsblöden. Die kann man natürlich nicht niederkloppen. Ja, wir werden jetzt natürlich schön von dem Propheten supportet, deswegen ist das halt auch nicht wirklich eine Drohung. Das hier ist zu mächtig für diese Art, das habe ich gemerkt. So, looten und reden. Das Portal des dunklen Ankers befindet sich weit über uns. Ich werde einen Zauber vorbereiten, um uns hinaufzuheben. Aber zunächst müsst ihr euch auf Nirn einstimmen, um eure physische Form zurückzuerlangen. Hierfür werdet ihr eine Himmelsscherbe benötigen. Ein Stück ätherischer Magika, in der die Essenz Nirns schlummert. Manche sehen darin eine Verbindung zu Lorkhan, dem fehlenden Gott der Schöpfung. Wenn ihr ihre Kraft in euch aufnehmt, sollte so eure körperliche Gestalt wiederhergestellt werden. Ich werde eine dieser Scherben heraufbeschwören, damit ihr sie absorbieren könnt. Ich bin bereit. Berührt die Himmelsscherbe. Ja gut, dann. Scherbe von Aetherius, kommt über uns und weiht uns mit eurem Segen. Da, schnell, nehmt die Himmelsscherbe. Ja, nichts wie hin. Großer Acker. Flashbang. Rachengott der Zeit. Deine Kinder sind verloren im Nebel zwischen den Welten. Sie flehen um Gnade. Erhöre meine Stimme, Akatosh. Ich brauche deine Stärke. Mache den Weg frei. Lasse diese wandernden Seelen nach Hause zurückkehren. Verweigert euch dem Willen Molag Bars. Beeilung, wir müssen jetzt gehen. Wir müssen jetzt gehen. So, und das soll es so gut wie mit dem Tutorial gewesen sein. Ich weiß nicht, jetzt kommt glaube ich noch eine kleine Sequenz. Wenn mich nicht alles täuscht. Ladebildschirm. Aber immerhin ist der Ladebildschirm bei 60 Frames die Sekunde. Der Entseelte erwacht erneut. Kommt her! Wir müssen reden. So, und jetzt sind wir quasi im ersten Questgebiet, machen hier mal Päuschen, weil ab hier werden wir dann, wie gesagt, zusammen das Ding vollführen, möchte ich es mal nennen, in den 30 Tagen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht gefällt es uns ja auch so gut, dass wir wirklich sagen, komm, wir hauen nochmal 12,99 Euro auf den Kopf. Man gönnt sich ja sonst nichts und wir spielen da nochmal ein bisschen dran. Kann ja alles passieren. Ja, das war wie gesagt das Tutorial und die Charakterausstellung. Hab, denke ich, einen ganz guten Einblick bekommen, wie bzw. inwieweit sich das Elder Scrolls Online-Spiel von anderen MMOs versucht abzuheben.
Mal gucken, wie es im weiteren Verlauf ist. Ist es auf jeden Fall nicht schlecht, aber wie gesagt, mit diesem Bezahlmodell, das ist absolut nicht meins. Ich finde das übertrieben, überteuert für den Content, der danach kommt. Das sind 13 Euro im Monat. Wenn man sich überlegt, von wie vielen Leuten das immer einkassiert wird, ist das einfach zu wenig für mich. Aber mal gucken, wir werden auf jeden Fall weiter reinschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Daumen hoch, Daumen runter, Kommis machen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!